Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will zunächst einen Satz zu Europa und Deutschland sagen. Deutschland fühlt sich in Europa sehr groß an, stark und mächtig, das stimmt. Aber Deutschland in der Welt ist doch eher auch klein und schmächtig, oder? Stimmt das nicht? Und das meiste, was wir in Deutschland verdienen, unsere gesamte Einnahme, kommt im Wesentlichen aus Europa. Deshalb gilt der alte Satz, es ist klug, keine armen Nachbarn zu haben, wenn man an die was verkaufen will. Und du kannst auch nicht lange reich bleiben, wenn du nur arme Nachbarn hast. Wer jetzt glaubt, wir kämen ohne Europa zurecht, dem will ich vielleicht eine Frage stellen. Haben wir mit deutschem Größenwahn nicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Das halte ich für eine Situation, über die wir genauer nachdenken müssen. Und deshalb will ich was ganz anderes machen, als wir bisher gehört haben. Ich will erstmal den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler danken, die überhaupt die gesamten Steuern zahlen. Das sind ungefähr 730 Milliarden Euro. Wenn wir jetzt diese 730 Milliarden Euro mal messen würden mit diesem Meter, sagen wir neuerdings seit dem Brexit nicht mehr Zollstock, dann würden wir von der Umsatzsteuereinnahme genau drei Glieder wegnehmen können. Die Umsatzsteuer bekanntlich bezahlen alle. Übrigens, je ärmer man ist, umso größer ist der Umsatzsteueranteil am Lohn. Wenn wir dann noch die Lohnsteuer wegnehmen, dann fehlen weitere drei Glieder. Und wir sehen, die Einnahme wird relativ dünn, wenn wir diese beiden wegnehmen. Wenn wir dann noch Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer, das macht aber nur ein Glied aus, wegnehmen, dann sehen wir, wie die Steuereinnahmen zusammenschmelzen, wenn wir die Lohnsteuerzahler und die Umsatzsteuerzahler nicht hätten. Und so sehen wir, auf wen die Hauptlast der Steuer, die wir einnehmen, lastet. Christian Dürr hat kritisiert, dass wir doch zu viel in den Rententopf geben, und hat das kombiniert mit dem Versprechen, die FDP sei eine Service-Opposition. Jetzt habe ich ganz einfache Frage. Wenn diese 100 Milliarden nicht in den Rententopf fließen, gibt es ja für mich zwei Antworten. Entweder die Lohnnebenkosten steigen exorbitant, 100 Milliarden ist ja ein Drittel der gesamten Rentenkosten, oder die Renten müssen drastisch gekürzt werden. Jetzt dummerweise, die Service-Opposition hat versagt und hat uns gar keinen Service geliefert und uns gar nicht verraten, was man jetzt machen soll. Herr Kollege Binding, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nee, würden wir jetzt nicht machen. Ich glaube, wäre es besser. Erst folgende Erklärung und dann keine Zwischenfrage. Ja, ja, ja. Ich denke, wir diskutieren das im Ausschuss. Ich weiß, die Wahrheit ist immer dermaßen schlecht auszuhalten. Also, aber ich will noch was sagen zu Europa. Deutschland hat günstige Steuersätze, und jetzt senken plötzlich die USA die Steuern, und bei uns kommt große Panik auf. Die Lobbyisten, die Verbände, die Unternehmen sagen, ihr müsst auch die Steuern senken. Müssen wir wirklich Steuern senken? Ist das wirklich das Wesentliche? Niedrigste Steuersätze. Wäre es nicht viel wichtiger, sich darum zu kümmern, was im Koalitionsvertrag steht, was Olaf Scholz vorgetragen hat? Mal angenommen, wir hätten niedrige Steuersätze, aber die innere Sicherheit wäre schlecht. Ja, wo gehe ich eigentlich hin, wo niedrige Steuersätze sind oder die innere Sicherheit schlecht? Mal angenommen, das Verkehrssystem wäre schlecht, aber wir haben niedrige Steuersätze. Wo gehe ich eigentlich hin? Wenn zum Beispiel die Bildung schlecht ist, die Ausbildung schlecht, wo gehe ich hin? Wo niedrige Steuersätze sind oder wo die Lage gut ist? Die Antwort ist ganz einfach, wenn die Lage gut ist und die Kultur stimmt, gehe ich genau dorthin, auch wenn ich einen Groschen mehr bezahle. Interessanterweise haben die USA ja ganz viele Instrumente, die wir schon kennen. Mindestbesteuerung zum Beispiel, Zinsschranke, also Dinge des Teufels jetzt selber eingeführt. Den unfairen Teil von Sperrzöllen und solchen Sachen, die müssen wir separat in den Blick nehmen. Da gibt es sicherlich was zu tun. Ich möchte noch eine Sache zu Gerhard Schick sagen, weil du hast da wichtige Sachen vorgetragen. Aber die gesamte Regulierung, die bisher passiert ist, seit der Krise, die hast du unterschlagen. Und ich meine auch, wenn man an Peer Steinbrück schon denkt, da muss man wenigstens sagen,
Hat eigentlich ein Sparer sein Guthaben verloren? Ich weiß, infolge der Inflation ist der Realzins ungefähr gleich geblieben, der Nominalzins gesunken, das stimmt. Aber hat ein Sparer sein Geld verloren? Das war die damalige Krisensituation. Wer hat eigentlich die Krise bezahlt und wie sind wir da rausgekommen? Und wir sehen, die Regulatorik ist bei uns in einer Weise entwickelt, dass im Moment auch mit dem Bail-out-Verbot, Herr Kollege mit der Haftungskaskade, ich komme zum Schluss, sehr mit schön. Der Haftungskaskade eine sehr gute, sichere Lage in Europa entstanden ist. Und mit dieser Sicherheit und mit unserem Steuersystem in Europa haben wir eine gute Zukunft.